Willkommen zu Zwischen den Zeilen, deinem Podcast für bittersüßen Lesestoff zum Mitverlieben. Wir sind Dani und Victoria und in der 9. Folge haben wir die Impress-Autorin Mimi Heger zu Gast. Mit ihr sprechen wir über ihr neues Impress-Buch Secret Crush, der Star der Mannschaft. Wir erfahren, was Mimi zu dieser Sports-Romance inspiriert hat. Und sie verrät uns ihren Favoriten für den EM-Sieg 2020. Liebe Mimi, hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass wir dich heute bei Zwischen den Zeilen zu Gast haben. Bevor wir über deinen neuen Roman Secret Crush, der am 27. Februar bei Impress erscheint, und über Fußball sprechen, stelle dich doch bitte einmal vor. Ja, hallo, hi, erstmal. Hallo. Hallo. Sehr schön. Vorstellen, über mich gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ich heiße Michaela Heger, ich komme aus dem wunderschönen Siegerland und ich bin seit 10 Jahren mittlerweile verheiratet, heftig. Und ich habe zwei Jungs, die sind 6 und 9 und führe eigentlich ein recht bescheidenes Normalo-Leben, würde ich mal sagen. Und wir haben schon gehört, ein Hund ist noch mit dabei. Ja, ne? Der Hund ist auch dabei. Genau, der gehört mit zur Familie. Und die Schildkröte. Ach so, okay, ihr habt also einen ganzen Bauernhof quasi genau. Da Was habt ihr noch? Was habt ihr noch, genau. Ja, und 10 Jahre, was ist denn das, Petersilienhochzeit? Habe ich mich auch gerade gefragt. Keine Ahnung. Okay, gucken wir nachher nochmal nach. Ja, genau. Genau. Kommt in die Shownotes. Weil wir gerade beim Fußballthema sind und dass ich heute alles drehen soll, was ist denn dein Lieblingsfußballverein? Bist du überhaupt into the Fußball oder ist das nur ein Thema, was dich literarisch interessiert? Nein, ich bin total into the Fußball, hundertprozentig. Lieblingsverein, ja, muss man vielleicht ein bisschen differenzieren. Also wenn wir über die Bundesliga sprechen, dann gibt es da für mich eigentlich nur einen Favoriten, das ist der 1. FC Köln, ungeschlagen. Ah, okay. Aber klar, es gibt auch ganz viele Mannschaften hier bei uns lokal in der Kreisliga oder natürlich auch auf Landesebene, die ich halt total mag und die ich auch verfolge. Aber so bundesligatechnisch ist es tatsächlich Köln, weil es liegt bei uns auch nahe. Wir fahren oft ins Stadion und da stehen wir voll hinter. Sehr gut. Und auch die komplette Familie, also Kids und Jein. Die Kids sind also ein bisschen zu klein, ne, fürs Stadion. Nee, das nicht. Also an meinen großen Sohn konnte ich tatsächlich die Liebe vererben. Der steht voll dahinter. Der Kleine ist jetzt dummerweise Bayern-Fan geworden. Also der Klassiker. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Aber er hat noch Zeit, da reinzuhängen. Ja, genau. Aber wir arbeiten noch dran. Cool. Steht der Tropfen, höhlt den Stein. Ja, genau. Was diese Frage mit deinem neuen Roman zu tun hat, das klären wir gleich. Du hast ja gerade gesagt, du führst ein solides Leben, aber schreibst ja darüber hinaus sehr erfolgreich als Autorin für Fantasy und Romance. Und sag mal, wie bist du zum Schreiben gekommen? Ja, zum Schreiben gekommen, also ich glaube, so zum Schreiben kommen kann man gar nicht richtig. Ich glaube, entweder man hat das so in sich oder eben nicht, ne? Und ich habe tatsächlich das Glück, dass ich so vor ungefähr 2 Jahren gemerkt habe, dass da ganz viel in mir drin ist, was unbedingt irgendwie raus muss. Und so richtig dazu gekommen bin ich dadurch nicht. Aber ich muss dazu sagen, schon in Schulzeiten habe ich total geliebt, so Geschichten zu schreiben und habe da meiner Fantasie freien Lauf gelassen. Ich habe zum Beispiel einmal in der 3. Klasse, das ist ganz witzig, mussten wir einen Beschreibungsaufsatz über unsere Lehrerin, also wir mussten unsere Lehrerin beschreiben und den habe ich dann so ausgeschmückt, dass meine Mutter tatsächlich nachher zum persönlichen Gespräch gebeten wurde. In der 3. Klasse, also Respekt. Also auch da hatte ich schon den Hang zur Ausschmückung der Geschichte. War das jetzt negativ oder positiv? Ja, tatsächlich. Ja, ich habe da all meinen Brass dann mal so in diesen Aufsatz gepackt. Das ist gut, aber man möchte es ja manchmal gerne tun. Es ist cool, dass du es als Kind einfach rausgelassen hast. Ja. So, als Erwachsener ist es ja immer ein bisschen schwierig. Da hält man sich eher zurück. Mhm. Ja, aber eigentlich eine gute Geschichte. Also die würde ich gerne jetzt eigentlich nochmal lesen. Ja, vielleicht hast du die mal noch irgendwo. Witzig. Ja. Und wie kam denn die Zusammenarbeit mit Impress zustande? Also du hast dann vor 2 Jahren irgendwie beschlossen, das dann doch zu Papier zu bringen und das ernsthafter zu verfolgen? Genau, also ich habe immer mal wieder Geschichten oder Romane geschrieben und meine Freundin, die selber auch Autorin ist, die liest immer fleißig für mich alles Test und die sagte dann bei Secret Kiss, bei der Sports Romance, hey, da gibt's doch hier diesen Verlag von Carlsen, Impress habe ich bei Instagram gesehen, schick das doch einfach mal dahin. Und dann dachte ich mir so,
ja, wieso nicht, ne? Und ich kann mich noch gut erinnern, ich war total krank, ich hatte fast 40 Fieber und lag hier auf dem Sofa und dachte mir so, naja, schickst halt die Mail einfach mal ab, ne? Mehr wie Nein sagen können sie eh nicht, und hatte das dann auch irgendwie die nächsten Tage schon so wieder völlig aus dem Gedächtnis verloren, aber irgendwie hat es scheinbar gepackt. Und sie sagte dann so, ja, ich habe irgendwie ein Gefühl, die passen ganz gut zu dir, und scheinbar hat ihr Gefühl sie nicht getrübt. Ja, super, cool. Und manchmal muss man es einfach machen, ne? Manchmal muss man das Worst-Case-Szenario sich überlegen, und das wäre in dem Fall, sie wollen es eben nicht. Ja. Genau. Und dann hat es doch geklappt. Manchmal muss man seine Chancen nutzen. Sehr ja, schön. Total. Coole Geschichte. Ja, stimmt. Und was war denn bisher dein Lieblings-Impress-Moment? Schon die Zusage oder gab es da noch etwas? Ja, auf jeden Fall die Zusage. Mhm. Also mein absoluter Lieblings-Impress-Moment, der war auch schon tatsächlich nur 4 Wochen später, als ich die Zusage von Maren bekommen habe per E-Mail. Ein unfassbarer Moment. Also das ist nicht nur mein Top-Impress-Moment, der hat es auch definitiv in die Top 10 meines Lebens geschafft, würde ich mal sagen. Das war unschlagbar und hat auch absolut, also mir war in dem Moment überhaupt nicht bewusst, wieso diese eine kleine E-Mail mein ganzes Leben verändern kann. Das war schon heftig. Und jetzt cool. Sehr cooler Moment. Ja, total. Ich war dummerweise auf der Arbeit. Das war ein bisschen blöd, aber ich bin total ausgeflippt. Ja, das kann man auch schon auch mal im Arbeitskontext machen. Das schadet, schadet nicht. Und die Kollegen hatten schon Angst, jetzt bist du zur Superautorin und kommst nicht mehr. Ja. Nein. Cool. Und jetzt gibt es ja sogar schon den zweiten Teil von der romantischen Sports-Fußball-Reihe, in der es darum geht, dass die Journalistikstudentin Lauren, die sich wirklich Schöneres vorstellen kann, als 2 Wochen lang dem arroganten Fußballstar Scott Patterson an den Fersen zu hängen. Und die wird beauftragt, eben ein Porträt über ihn zu schreiben. Und das klappt zwischen den beiden, naja, sagen wir mal, eher mit Anlaufschwierigkeiten. Ja. Und die im Laufe der Geschichte, naja, wir wissen noch nicht, ob eine Annäherung stattfindet, aber wie es üblicherweise in so Romance-Geschichten ist, vermutlich passiert etwas. Und genau, vielleicht kannst du uns erzählen, was der Unterschied vielleicht ist zwischen dem ersten Teil und dem zweiten. Also tauchen Charaktere auf, die gleich sind sozusagen, oder ist es eine Fortsetzungsreihe mit anderen Charakteren, aber unter demselben Thema? Also es ist so, im ersten Teil geht es ja um Sam und Maggie, die beide irgendwie schon mit Fußball was zu tun haben, wobei es im ersten Teil so ist, dass tatsächlich Maggie, also der weibliche Teil, diejenige ist, die total für diesen Sport brennt. Zwar spielt sie selber nicht, sondern sie ist ja die Tochter vom Coach und ist da also total fanatisch, sage ich mal. Und im zweiten Teil geht es um ihren Bruder, also der Scott ist ihr Bruder, und die Lauren, die neue Protagonistin, die halt im ersten Teil noch nicht vorkommt, hat halt mit Fußball wirklich so gar nichts am Hut und kommt eigentlich auch aus einer ganz anderen Welt, sage ich jetzt einfach mal. Und es ist halt für mich total toll gewesen, dass auch in dem zweiten Teil, man kann den zweiten Teil unabhängig vom ersten lesen, also die bauen jetzt nicht unbedingt voneinander auf, auch wenn sie chronologisch hintereinander liegen, aber was ich halt total toll fand beim zweiten Teil, dass auch die ich sag mal in Anführungsstrichen, die alten Charaktere aus Teil 1 wieder mit dabei waren, was für mich selber beim Schreiben total cool war, die einfach wieder zu treffen, also es war total cool. Und das ist halt ganz schön, dass sich alle da auch irgendwie wiederfinden, ne? Das sagen ganz viele Autoren und Autorinnen, dass sie dann fast schon befreundet sind mit den Charakteren, schreiben, weil man so viel Zeit mit ihnen verbringt und so intensiv über sie nachdenkt. Und obwohl sie nur in den Köpfen existieren, besteht so eine emotionale Bindung. Das, ist total. Ganz, und man dreht ja da auch selber total durch. Also es hört sich blöd an, aber man ist ja einfach gerade drin, ne? Man ist, also ich erinnere mich gut an den Moment, als ich Secret Crush geschrieben habe und
dann der Moment kam, wo Sam, also der Protagonist aus Teil 1, im Türrahmen stand und ich habe am Computer gesessen und habe laut gequietscht und habe zu meinem Mann gesagt, ey, ist wieder da, ist wieder da. Und er so, und er sagte, okay. Was ja, ist los? So, man ist da total drin, ne? Also es ist tatsächlich so. Cool. Und genau, Dani sagte ja gerade, wir treffen in dem zweiten Teil auf die Protagonistin Lauren. Sie ist eine schüchterne Journalistikstudentin, genau, die ja nichts mit Fußball zu tun hat, sondern eher diesen Job hat, Scott zu interviewen, ihn als sympathischen jungen Fußballstar darzustellen, weil er sonst in den Medien ja eher als arrogant oder etwas oberflächlich dargestellt wird. Und sie soll so ein bisschen sein Image retten. Genau. Fun Fact an dieser ganzen Story fanden wir, ist auch, dein Vater ist auch Fußballcoach. Das Thema Fußball begleitet dich also vermutlich schon seit Kindheit, Jugend. Hast du deshalb diese Welt für deine Sports Romance gewählt? Hätte ja auch der Skilehrer sein können. Genau, das würde uns auch mal interessieren. Also das ist tatsächlich total lustig. Ich habe mir niemals gedacht, dass dieser Fun Fact der Secrets, also dass ich die Tochter vom Coach bin, dass das so eine heftige Welle schlägt. Aber das ist tatsächlich so. Also damit habe ich nie gerechnet. Aber vielleicht vorab zur Erklärung. Ja, es ist tatsächlich so, dass ich meine komplette Kindheit und Jugend auf dem Sportplatz verbracht habe, so wie das bei Maggie in Teil 1 auch ist. Mhm. Also während so die anderen Familien sonntags Ausflüge gemacht haben und haben sich Museen angeguckt, stand ich auf dem Sportplatz und habe so ganz Maggie-like neben dem Coach gepöbelt. Und echt, ja, hast du dann so geschrien, schneller, Nummer 5? Ja, und, ja, oder hier, wenn der Schiri da nicht mitmacht oder so. Das war ein Foul, habe ich genau gesehen. Genau, also schon, ich kann da schon recht temperamentvoll werden. Und also das war eigentlich meine ganze Kindheit und Jugend. So eigentlich ist das auch immer noch so, wobei ich ganz schweren Herzens sagen muss, dass mein Papa vor 2 Wochen in Rente gegangen ist, in Fußballrente. Ich glaube, mich hat das härter getroffen wie all seine Spieler irgendwie. War schon ganz schlimm, aber bis dahin, oder ich werde auch trotzdem noch zu seiner ehemaligen Mannschaft hingehen, habe ich da schon noch so diese Verbindung. Aber die Welle geschlagen deshalb, darauf wollte ich hinaus, weil es total witzig ist, wie hier lokal sämtliche Mannschaften, die mein Papa, also der hat mehrere Mannschaften trainiert und auch selber viele Jahre erfolgreich gespielt. Und jetzt gehen natürlich super viele Spieler hier in der Umgebung davon aus, sich irgendwo in meinen Secret-Büchern wiederfinden zu können. Ah, ist das lustig, das ist, ja, na klar. Total cool, wie in den Kabinen gemunkelt wird, wer jetzt Peterson ist, ja. Ja, und wer tatsächlich der Tochter vom Coach den Secret Kiss gegeben hat, das ist total witzig. Also es hat mich völlig überrannt, damit habe ich null gerechnet. Ich auch. Hätte ich auch nicht gedacht. Total cool, also das ist wirklich witzig. Und die haben dich dann privat kontaktiert oder über die sozialen Medien? Nee, also ich meine, ich habe ja so mit den Spielern auch noch Kontakt und gehe auch immer auf den Sportplatz und es war auch wirklich so, dass nachdem zum Beispiel der Print rausgekommen ist von Secret Kiss, musste ich wirklich kistenweise mitschleppen und die Jungs haben alle die Bücher gekauft und die auch tatsächlich gelesen. Also das finde ich total cool, dass sie sie nicht nur gekauft, sondern auch wirklich gelesen haben und das ist hat mich total berührt, fand ich ganz großartig. Aber klar, auf eure Frage, deswegen lag es für mich natürlich nah, wenn ich eine Sports Romance schreibe, dann mit Fußball. Nicht unbedingt, also nein, auf gar keinen Fall, weil es autobiografisch ist, denn das ist es nicht, das betone ich immer wieder. Aber weil ich natürlich für die Romane null recherchieren musste. Ich habe einfach das Background vom Fußball, ne? Ich kenne das Metier, ich kenne die Regeln und so. Ja. Im Gegenteil, es war eher so, dass ich ganz viele Kommentare im Lektorat hatte, wo die Lektorin dann so sagt, kapiere ich nicht, was meinst du damit? Wo ich dann auch einfach ganz viel Fachjargon wieder rausnehmen musste, weil es sonst einfach keiner kapiert hätte. Ja, man muss sich der Zielgruppe auch ein bisschen annähern, nicht wahr? Genau. Also man kann, und wenn das so in einem drin ist, ne, dann bedenkt man das einfach nicht, dass andere Leute das nicht so sehen. Also es war zum Beispiel auch jetzt bei Secret Curse ganz witzig, dass meine Testleserinnen und auch die Lektorin nicht unterscheiden konnten zwischen den Fußballern, die ich einfach fiktiv erfunden habe und denen, die es tatsächlich gibt. Ne?
Für mich war das so völlig klar, aber die kamen da irgendwie gar nicht mit zurecht und da mussten auch ein bisschen dran fallen. Cool. Ja. Was ist jetzt hier der Hint? An wen soll das jetzt referieren? Nein, nur witzig, aber ich glaube, man kann ja die Geschichten auch super gut lesen, auch wenn man jetzt nicht der leidenschaftlichste Fußballfan ist. Das finde ich auch. Es ist tatsächlich nur das Setting. Welt, ne? Es geht ja nicht um den Sport an sich. Also gerade auch bei Secret Crush würde ich sagen, es ist noch ein bisschen weiter in den Hintergrund gerückt. Mhm. Es ist halt einfach nur das Setting, würde ich mal sagen. Mhm. Ja, und wo wir gerade beim Setting sind, also wir haben auf der einen Seite die schüchterne Protagonistin Lauren und auf der anderen Seite den, naja, sagen wir mal, sehr selbstbewussten, erfolgreichen Draufgängertypen Scott Peterson. Und die beiden reiben sich so ein bisschen aneinander, ich hoffe, das kann man so sagen. Und im Verlauf der Geschichte fängt es ja so an zu knistern zwischen den beiden. Mhm. Und also beide bewegen sich in so einem Gefühlskampf, hat man so ein bisschen das Gefühl. So beide wollen eigentlich nicht raus aus ihren alten Mustern. Und dann kommt es ja dazu, dass Lauren, also die hat ja eigentlich brisanterweise bereits einen Freund und merkt aber, okay, es entwickeln sich auch so Gefühle für Scott Peterson, weil man einfach so viel Zeit miteinander verbringt. Genau. Und der Konflikt, der dann für sie so ein bisschen entsteht, oder was heißt ein bisschen entsteht, ist eben, bleibt Lauren bei ihrem bisherigen Freund oder entscheidet sie sich dann doch für die neue Beziehung? Ja. Genau, und das kann man ab 27. Februar nachlesen. Am besten, man bestellt sich schon heute das E-Book vor. Wir können es euch nur ans Herz legen. Und unsere Frage an dich, liebe Mimi, ist, was schreibst du denn am liebsten? Die konfliktreichen Begegnungen oder die romantischen Szenen? Oder gibt es irgendwas, was mehr Spaß macht als das andere? Das ist eine schwere Frage. Also generell liebe ich eigentlich beides zu schreiben, weil ich habe eben schon gesagt, man ist so drin in der Geschichte, dass man natürlich jeden Moment auskosten muss. Aber ich glaube, müsste ich mich entscheiden, würde ich eher sagen, die konfliktreicheren. Mhm. Das habe ich mir auch irgendwie schon gedacht. Also, oder habe ich mir vorgestellt, weil, wie du gerade schon sagtest, Dani, ist es ja so ein Gegensatzpaar. Mhm. Sie so die Schüchterne, eher introvertiert. Also auch seit Jahren in so einer soliden, festen Partnerschaft. Und er ist ja oder bekannt für sein Draufgängersein, für dieses konterstarke, selbstbewusste. Ja, und die sind ganz unterschiedlich. Der klassische Fußballgott. Ich sehe da immer so Cristiano Ronaldo vor mir, sorry. So, also das ist für mich so dieser unnahbare, selbstbewusste, sehr selbstbewusste Fußballgott sozusagen. Und daneben die schüchterne Lauren. Und genau, ich kann mir auch vorstellen, dass er auch eine große Klappe hat, sie introvertiert und wenn da eher so die Konflikte auftauchen, weil sie müssen ja irgendwie kooperieren und zusammenarbeiten, um diese Geschichte, von der sie ja beide profitieren wollen, auf den Markt zu bringen oder zu publizieren. Also sie gehen halt auch ganz unterschiedlich mit der Situation um. Ne? Also wie ihr schon gesagt habt, Lauren ist halt sehr, sehr introvertiert, sehr schüchtern und auch ganz schnell nervös. Ne? Und er mit seinem Mega-Auftauchen treibt sie natürlich immer in die totale Nervosität und dann wird sie unsicher und sie geht dann eher immer den Rückzugsweg und er ist aber halt wirklich so derjenige, der voll auf Krawall ist und es halt auch so ein bisschen provoziert. Ne? Mhm. Witzig. Ja, Schauspieler sagen das ja auch, dass sie quasi die bösen und fiesen Rollen, dass sie das mehr reizt, weil das nicht so viel mit ihrem Alltag zu tun hat auch. Also ist das auch ein Grund bei dir, oder könntest du dir vorstellen, dass das auch ein Grund sein könnte, warum das interessanter ist zu schreiben? Das ist eine gute Frage. Also generell mag ich es total. Also der Secret Crush ist ja aus zwei verschiedenen Perspektiven geschrieben und ich muss gestehen, ich mag es total, aus Männersicht zu schreiben. Mhm. Warum auch immer, ob das irgendeine tiefe psychologische Bedeutung hat, weiß ich nicht. Auf die schaffen wir es leider nicht heute einzugehen, aber vielleicht bei der nächsten Folge. Aber mag ich total. Und wenn dann natürlich noch einfach man aus der Ich-Perspektive eine Rolle beschreiben kann, die man so eigentlich gar nicht kennt oder auch nicht mögen würde, ist das natürlich schon reizvoll. Ne? Das ist so. Ja, cool. Spannend. Ja, Mimi, wir reden schon die ganze Zeit über den Titel Secret Crush, Secret Crush. Wir wollen jetzt natürlich sehr gerne wissen, wer ist dein Secret Crush in der Fußballwelt? Ja, wenn ich das jetzt verraten würde, dann ist er ja nicht mehr Secret. Aber wir dachten, das ist unser Superstar. Aber ich...
Ja, vielleicht, ich kann ja an der Stelle vielleicht einen anderen Fun-Fact verraten. Stattdessen vielleicht seid ihr damit zufrieden. Wir nehmen auch einen Tausch. Okay. Genau, das ist der Tausch. Also ich biete euch einen Tausch an. Ja, und okay. zwar gibt es tatsächlich, also ich brauche immer zum Schreiben so eine optische Vorlage, sage ich mal. Und die gibt es tatsächlich für Scott Peterson auch in der Fußballwelt. Und das ist nämlich vom 1. FC Köln Simon Terodde. Ja, okay. Also Simon Terodde vom 1. FC Köln ist mein persönlicher Scott. Also rein äußerlich natürlich. Okay, also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir setzen ran an die Google-Maschine genau. und guckt euch das mal an. Wir setzen noch einen Link zu Google Pictures in die Shownotes. Für alle, die es noch interessiert. Genau, genau, witzig. Ja, und um nochmal zum Thema Fußball zu kommen, unsere Folge, bis die EM 2020 erscheint, ist ja noch ein bisschen hin. Genau, uns interessiert auch, verfolgst du die Spiele, willst du schauen und wen siehst du denn dieses Jahr vorne, nachdem Deutschland so ein kleines Desaster hatte das letzte Mal? Ganz kleines. Ja, natürlich verfolge ich die Spiele, finde ich ganz großartig, die Turniere. Mittlerweile sind meine Söhne natürlich auch alt genug, dass wir zusammen alles verfolgen und die Spielpläne ausfüllen und so. Das macht natürlich dann noch mehr Spaß. Favoriten, ja, also klar, ich muss natürlich jetzt ja irgendwie Deutschland sagen, ne? So als Heimatland muss man ja schon irgendwie, ne? Natürlich weht bei uns die Deutschlandfahne während der EM, das ist ganz klar. Aber so still und heimlich für mich alleine fiebere ich auch tatsächlich immer mit England mit. Mm-hmm. War immer mein heimlicher Finalist, sag ich mal. Und die sind ja auch in der WM 18 bis ins Halbfinale gekommen. Da habe ich auch gefiebert. Und auch denen würde ich es gönnen, dieses Mal weiterzukommen wie 2016 in Frankreich. Obwohl, ich muss dazu sagen, sie scheinen ja aus der EU aus, da wäre ich jetzt Ja, ist jetzt, das stimmt, ich habe auch so gedacht, ja, vielleicht das letzte Mal, ne, aber. Gut, genau. Aber das bringt mich zu einer interessanten Frage, die ich mir gestellt habe, und zwar beschreibst du ja in Secret Kiss, Secret Crush englische Fußballmannschaften. Mhm, und genau. Ich hätte persönlich jetzt laienhaft gedacht, es ist viel, viel leichter, über eine deutsche Fußballmannschaft zu schreiben, weil man der eben näher ist. Du hast dich aber dann vielleicht auch aus dem Grund für die englische Variante des Fußballs entschieden, oder liege ich komplett falsch? Also das ist witzig, die Frage, warum englischer Fußball, ist sehr oft gefragt. Die kommt ganz knapp nach, wer ist der echte Sam? und die Antwort ist eigentlich total simpel. Also ich stehe einfach auf England. Mhm. Total, ja, okay. Einfach so. Mhm. Und kurz bevor ich angefangen habe, Secret Kiss zu schreiben, waren wir im Urlaub in England. Auch in der Region, wo es spielt. Und wie wir nach Hause gekommen sind, war ich noch so geflasht von den Menschen, die so freundlich waren, dass wir schon immer dachten, hä, komisch, so, ist ja ganz ungewohnt irgendwie. Ja. Und auch von der Landschaft und von der ganzen Gegebenheit, dass ich das einfach nicht abschütteln konnte, als ich danach am PC saß. Und da war das eigentlich schon so in mir drin. Und dazu kommt natürlich noch, dass England auch einfach die Geburtsstätte des Fußballs ist. Mhm. Ne? Aus England kommt der Fußball, und ich persönlich finde, also das hat aber überhaupt eigentlich gar keine Logik, aber ich finde englischen Fußballer oder englische Fußballer auch einfach cooler. Mhm. Also okay. Ich kann das auch nicht wirklich greifen oder beschreiben, das ist einfach irgendwie so eine naive Mädchenschwärmerei, aber ich finde englische Fußballer total cool. Und gut, da würde mir wahrscheinlich jeder Fußballexperte den Vogel zeigen, aber irgendwie ist das so mit drin. Ja, also sollte Simon Terodde mal in England spielen, dann werde ich auf jeden Fall Flug buchen und im Stadion dabei sein. Ja, cool. Also Simon, falls du diese Folge zufällig hörst, genau, kleiner Hinweis. Bei mir melden. Ja, und wenn im Sommer die EM stattfindet, dann hast du auch ein persönlich cooles Ereignis vor dir, oder? Können wir schon verraten, ob es Nachfolgetitel der Reihe gibt? Ja, ich habe ein bisschen gehofft, dass ihr diese Frage heute stellt, und habe extra nochmal gefragt, ob ich das schon verraten darf. Und tatsächlich bekommt ihr heute die exklusive Erstrecht, das zu erfahren. Das ist auf jeden Fall
ja, pünktlich zu EM, wenn nicht sogar davor, auf jeden Fall einen dritten Teil der Secret Super. Okay, da freuen wir uns drauf. Das ja, ist das mega. Perfekte Ereignis. Ja, ich mich auch. Sehr schön. Mimi, wir sind leider schon am Ende unserer Folge. Und wir spielen am Ende immer noch so ein kleines Spiel. Und zwar sind das 5 kurze Fragen. Und wenn du bereit bist, würden wir das auch mit dir kurz spielen wollen. Na klar. Okay, dann Frage Nummer 1. Wenn eine gute Fee vorbeikäme und dir anbietet, in eine Fantasiewelt deiner Wahl einzutauchen, welche wäre das? Auf jeden Fall eine, in der es Vampire gibt. Okay. Also ich bin eigentlich kein Fantasy-Typ, also gar nicht, aber so der Edward Cullen, Damon Salvatore sind auch an mir nicht vorbeigegangen. Also wenn, dann da, wo es Vampire gibt. Okay, witzig. Und was ist denn dein aktuelles Lieblingswort? Ich glaube, ich habe keins. Also meine Lektorin würde bestimmt sagen, definitiv oder offensichtlich. Das sind die 2 meistgebrauchten Wörter in meinen Manuskripten. Okay. Aber ich glaube, ich persönlich habe jetzt eher keins. Meine Kinder haben welche, die sagen im Moment täglich mehrfach alter oder dicker. Was ich glaube, ich tragisch, wirklich tragisch und auch der Albtraum einer jeden Mutter. Nicht zuletzt, weil sie die beiden wunden Punkte treffen. Aber ich glaube, ich persönlich habe jetzt keins mehr. Aber ich glaube, da ist das Einzige, was hilft, das zu adaptieren, weil dann finden die es nicht mehr cool. Wenn du genau anfängst, alter und dicker ja zu sagen, das ja dauert keine 2 Wochen, bis sie sich was anderes essen. Ja, ist tatsächlich so. Dein Lieblingsleseort? Das ist einfach, auf jeden Fall im Bett unter der Decke. Okay, das ist der Klassiker. Ist das einfach. Ich habe ja letztes Jahr meinen ersten E-Reader bekommen, seitdem kann ich dank Paperwhite auch unter der Decke lesen. Mhm. Und das sehr ist gut. Die beste Erfindung aller Zeiten. Innovation macht's wirklich. Ja. Ne? Cool, und sag mal, wie sieht ein perfekter Fußballabend für dich aus, wenn wir uns jetzt mal in den Sommer 2020 beamen? Ein perfekter Fußballabend wäre jetzt im Sommer 2020, aber ein perfekter Fußballabend ist für mich nicht EM, sondern definitiv im Stadion vom 1. FC Köln. Okay, dann ist wahrscheinlich eher der Nachmittag. Ja. Genau. Cool. Und an welchen Ort träumst du dich an schlechten Tagen? An meinen absoluten Lieblingsort, und das ist eine Insel in der holländischen Küste, das ist nämlich Vlieland. Oh, okay. Da war ich vor einigen Jahren mit meinem Mann und meinen Kindern im Urlaub, eine Woche im tiefsten Winter. Und das war definitiv der schönste Ort, den ich bis jetzt gesehen habe. Wir haben eine Woche lang keinen Menschen gesehen, nur Seehunde und solche Sachen. Und haben mit keinem gesprochen, hatten kein Handy, kein Telefon, kein Fernsehen, kein nix. Und das war definitiv die schönste Woche meines Lebens. Schön, sehr cool. Ja, nicht schlecht. Toll. Da fahre ich vielleicht dieses Jahr auch hin. Das klingt gut. Ja, wir warten noch auf den Winter, aber so ein bisschen. Genau. Ja, das E-Book Secret Crush, der Star der Mannschaft, bekommst du wie alle Impress-Titel zum Beispiel im Apple Bookstore auf www.carlsen.de/impress und überall da, wo du E-Books kaufen kannst. Liebe Mimi, das war unser tolles Interview mit dir und die tolle Podcast-Folge. Vielen Dank für das Gespräch, das hat riesen Spaß gemacht. Und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und im Sommer 2020 denke ich an dich, wenn es feststeht, wer der Europameister geworden ist. Genau, mal gucken, ob es England ist. Ja, genau. Unbedingt. Ja, super, vielen Dank und tschüss. 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 Wenn du möchtest, hinterlass uns gerne ein paar Sterne und deine Gedanken oder Fragen zu dieser Folge, entweder als Bewertung in deiner Podcast-App oder auf unserem Instagram-Kanal Impress E-Books. Und vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren, damit du keine fantastisch-romantische Folge mehr verpasst. Tippe dafür entweder auf den Abonnieren- oder Folge-Button in deiner Podcast-App. Bis zum nächsten Mal bei Zwischen den Zeilen. Wir freuen uns auf dich.